mitten in der Nürnberger Innenstadt soll es jetzt um das Thema Urlaub für alle gehen. Herr Henschel, Genussmenschen, Outdoor-Begeisterte und einfach auch Entspannungssuchende. Gibt es denn in Franken überhaupt Urlaubsmöglichkeiten für alle? Absolut. In Franken findet jeder Urlaubstyp so sein passendes Angebot. Für die Genussmenschen die fränkische Küche, angefangen von den Klassikern wie Schäufele, Bratwurst bis hin zur Sterne-Gastronomie. Allein hier in Nürnberg gibt es 8 Michelin-prämierte Restaurants. Also hier auch für Fine Dining entsprechende kulinarische Angebote oder jetzt auch die Bierfeste und Weinfeste, die anstehen, um hier auch gesellig miteinander zu feiern. Outdoor natürlich, angefangen von unseren 10 Naturparks mit den Wanderradwegen bis hin zu Flüssen, Seen, wo man dann auch Wassersportaktivitäten unternehmen kann. Oder eben auch Erholungssuchende, Sie haben es angesprochen, die Thermen, die 19 Heilbäder und Kurorte. Also hier für jeden das passende Angebot. Und ja, egal ob Abenteuer, Erholung oder Genuss, Urlaub in Franken ist einfach toll. Jetzt stehen wir hier vor dem Tast- oder auch Blindenmodell von Nürnberg, auch für Menschen mit Beeinträchtigungen. Gibt es in Franken jede Menge? Gibt es über 150 Angebote in ganz Franken, die wir auch auf unserer Internetseite unter der Rubrik Reisen für alle, Urlaub für alle aufgeführt haben. Hier in Nürnberg oder Bamberg gibt es spezielle Stadtführungen für Blinde, für Hörgeschädigte. Aber auch in den Naturlandschaften, wie zum Beispiel im Fränkischen Seenland mit der MS Brombachsee oder der MS Altmühlsee, gibt es Angebote, die barrierefrei sind. Und das kommt ja auch einer anderen Zielgruppe zugute. Ich denke da an Familien mit Kinderwägen oder auch an ältere Menschen mit Rollatoren. Also hier wirklich Urlaubsgenuss für alle. Der Sommer 2024 nimmt gerade erst an Fahrt auf. Es wird voraussichtlich noch einige richtig heiße Tage geben in diesem Jahr. Und auch in dem Zusammenhang hat Franken einiges zu bieten, kühle Orte, die es zu entdecken gilt. Ja, gerade der August, wenn noch mal richtig heiße Tage jetzt kommen. Kühle Orte in Franken. Hier sind wir jetzt auf der Insel Schütt und man sieht weite Flächen am Wasser. Offene Flächen heißt auch, dass der Wind durchkommt, schattenspendende Bäume. Gerade in den Städten ist das sehr wichtig, um da auch dann der Hitze zu entkommen. Aber auch in den Felsenkellern oder in den Höhlen kann man natürlich der Hitze entkommen. Genauso wie in den Parkanlagen, am Wasser, in den Naturparks. Einfach auch mal eine kleine Wanderung in den Wäldern unternehmen. Oder wer es richtig kühl möchte, in die Saunen gehen. Denkt man jetzt vielleicht, richtig heiß, aber in den fränkischen Saunen gibt es auch Kältekammern und dann dieser Wechsel zwischen heiß und kalt ist auch fürs Immunsystem toll und stärkt dann auch noch einmal die Abwehrkräfte. Beim Thema Urlaub für alle müssen wir unbedingt auch noch über das Thema queeres Franken sprechen, denn auch in dem Zusammenhang stehen einige Events an. Richtig, ja. Franken ist ein weltoffenes, ein buntes, ein lebensfrohes Reiseland. Das beweist auch die Tatsache, dass in Nürnberg in Franken das zweitälteste Travestietheater zu Hause ist, das Paradies Revue Theater. Und ja, jetzt stehen wir hier an dem Regenbogen-Zebrastreifen genau, in Nürnberg. Passend dazu übrigens Absolut, etwas Regen bestellt. Ja. Und hier wird auch am 3. August der CSD die Parade entlanglaufen, hier über den Zebrastreifen. Und wir als Tourismusverband Franken werden das erste Mal teilnehmen unter dem Motto Frankentourismus and Friends, weil wir eben auch für Weltoffenheit, Toleranz stehen. Und so viel darf ich schon verraten, wir werden unter neuem Logo und neuem Design erstmalig hier auftreten. Ja, also steht in der Tat einiges an und ist auch für alle was dabei hier in Franken. Und wir ziehen jetzt weiter nach Bad Königshofen.